Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei unserem Kaiser Ugolino von Italien, der mittlerweile 62 ist. Und manchmal in den Pausen, da schaue ich mich ja immer ein bisschen um. Und manchmal gucke ich mir die anderen Kartenmodi an und diesmal habe ich das auch mal wieder mit der Glaubenskarte gemacht und fand es dann doch recht amüsant, dass wirklich fast Skandinavien fast komplett mittlerweile muslimisch geworden ist mit dem muwahedistischen Glauben. Und dass die suomenuskanischen Glauben, also es gibt ja die suomenuskanischen und die eigentlichen, das sind die Reformierten, und die befinden sich ganz weit im Osten auf der Karte, sehr, sehr weit in Asien im Grunde. Ja, das also nur mal so am Rande, finde ich recht amüsant. Ansonsten ist natürlich der gerardische Glauben absolut dominant in Europa, ist aber auch kein Wunder, das sind einfach unsere Landesgrenzen. Der waldensische Glaube hat sich auch gut etabliert. Die Katholiken gibt es hauptsächlich in Nordeuropa, also ja, so rund um die Ostsee. Bisschen hier noch die Lothringer, die halten sich wacker. Ja, und auch der orthodoxe Glaube weit zurückgedrängt, muss man schon so sagen. Es gibt allerdings ein paar Exklaven auch bei uns tatsächlich, die irgendwie nicht gerardisch sind. Und da bin ich mal auf die Suche gegangen, ob wir direkte Vasallen haben, die nicht unserer Religion sind. Und tatsächlich gibt es 3 Stück und die müssen jetzt natürlich konvertiert werden. Da ist auch ein zufriedener Herrscher dann gefragt. Wir haben hier Jarl Dalla, die das Herzogtum von Gjör hat. Ich glaube, das hieß auch mal irgendwie anders. Auf jeden Fall können wir über ihr die Bekehrung verlangen. Das nimmt sie auch an. Gut, mit 3 Jahren ist das vielleicht auch noch nicht so, naja, ne? Dann haben wir den Herzog von Slawonien. Der ist waldensisch tatsächlich. Auch das natürlich kaum zu glauben. Den werden wir auch bitten. Und wir haben Herzog Filippo von Lothian hier oben. Auch der ist waldensischen Glaubens. Auch hier werden wir Bekehrung verlangen. Das machen sie auch alle mit, wie es aussieht. Ja, ohne Probleme. Das nächste Festmahl. Da gehen wir aber nicht hin. Spionage, Kannibalismus. Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspitze ist König Gottschalk auf ein Geheimnis gestoßen, das Bürgermeister Filippo hat. Unter allen widerlichen Dingen hat er sich ausgerechnet Menschenfleisch ausgesucht, um seinen Hunger zu stillen. Könnte es etwas Ekelhafteres oder Kränkeres geben? O widerliche Menschheit, wirst du denn niemals müde, mich Ekel zu lehren? Ja, das ist wirklich ekelhaft. Da gehen wir auch nicht hin. Mein Vasall Herzog Mihaljo von Slawonien, der irgendwas Eigenartiges trägt und irgendwas stimmt mit seinen Armen nicht. Der möchte meinen Sohn Alberto umbringen. Ja, da werfen wir ihn doch direkt mal ins Gefängnis dafür. Und in den Kerker direkt. Die Königin von Kostilien? Noch nö. So. Der wollte also unseren Sohn umbringen. Oh nein, unsere Gerberga ist tot. Unsere Frau ist tot. Mit 66 gestorben. Gerberga, ich mag euch zwar nicht geliebt haben, und doch setzt mir euer Ableben deutlich mehr zu, als ich es für möglich gehalten hätte. Ihr wart immer für mich da, immer an meiner Seite. Habe ich euch alles als gegeben hingenommen? Es gibt so viele Dinge, die ich euch nie gesagt habe. Ich hoffe, ihr findet nun euren Frieden. Gerberga bringt uns nur 8 Anspannungen, also so schlimm ist auch wieder nicht. Mit wem habe ich. Ach so, das ist der von Milzenia. Ja. Jetzt haben wir also auch kein Bündnis mehr, das wir da vielleicht ausnutzen. Keine Geheimnisse, aber er glaubt, dass es noch was gibt. Gut, dann. Auf geht's. Tja, aber mit 63 würde ich sagen, heiraten wir eher nicht mehr. Ja, und jetzt kommt doch der König von Ostfranken direkt und möchte, dass wir seine Bande ändern. Und da bleibt mir keine andere Wahl,
Vasallenbande haben Ratsrechte garantiert, Ratsrechte Pflicht erreicht. Vasallenbande, Verhandlungen werden gesperrt, verwendete sein schwaches Druckmittel gegen uns. Okay. Das heißt, er ist jetzt auf jeden Fall gesetzt in unserem Rat. Ich kann ihn nicht entlassen. Okay. Eifriger Bekehrer. Religiöse Beziehungen, Effektivität. Also zu bekehren haben wir nicht viel. Deshalb würde ich sagen, wir nehmen das andere. Temesh gehen wir auch nicht hin. Unser Verwandter Manfred ist gestorben. Achso, das war der Herzog von Latium, der in unserem Kerker vor sich hingeschmort hat, nachdem er sein Dynastiemitglied umgebracht hat. Okay. Herzog Aldobrandino von Romagna müsste uns eigentlich mehr zahlen. Aber wir sind treuherzig, daher lassen wir ihm das mal durchgehen. Theoretisch. Mal kurz überlegen. Sag mal, der Ratsspitzel hier. Vasallenbande ändern. Ich könnte ihm die Steuern senken und dafür hätte er die Ratsrechte nicht mehr. Weil das mit den Ratsrechten garantiert, das gefällt mir immer nicht so gut. Daher machen wir es vielleicht so. Er muss mir weniger Gold zahlen, das ist mir auch egal. Und dafür, achso, das kann ich nicht. Die wurden bereits geändert, okay. Also das kann ich jetzt nicht ändern. Schade. Naja, muss sich vielleicht unser Sohn drum kümmern. Ja, dass wir nicht verheiratet sind, das ist klar. Was Edda Unruhochinger? Das ist unsere Tochter, die ist irgendwie auch... Die hatte doch mal einen Ehemann. Woran ist er gestorben? Oh, das sieht irgendwie nach einer Krankheit aus. Blattern und Krebs hat er gleichzeitig gehabt. Und jetzt ist sie mit 32 wieder ledig. Nein, nicht ledig, sondern verwitwet. Herzog Bernardou wollte auch einen Komplott schmieden. Das heißt, wir brauchen für unsere Tochter jetzt einen neuen Ehegatten. Da werde ich doch direkt mal hier die Filter anschmeißen. Man kann ja jetzt hier die Filter-Einstellungen auch ja, sich speichern. Das ist mal ganz nett. Was ist er denn für einer? Der ist aber inselchristlich. Das gefällt mir jetzt eigentlich nicht so gut. Ja, die Frage ist, wo findet man jetzt jemanden, der passen würde? Vielleicht setze ich das doch nochmal zurück. Also sie sollten wenigstens mal erwachsen sein, ne? Das ist unser Neffe. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu eng verwandt. Dann haben wir hier einen ganz alten. Matthias Unruhochinger Salzburg. Enkel eines früheren Königs. Also ich würde jetzt zu diesem Matthias tendieren. Das ist irgendwie immer noch die beste Partie, zumindest vom Prestige her. Bringt jetzt vielleicht nicht so die Wahnsinns Bündnisse oder so, aber naja. Unlängst sprach während eines Besuchs Herzog Pankratius von Epirus ausführlich über seine bessere Hälfte, Herzogin Albina, ja, die auch einige Titel hat. Ich bin mir nicht sicher, was Pankratius damit bezwecken wollte, doch als ich ihm zuhörte, dachte ich, dass ich Albina bisher überschätzt hatte. Ja, wir hatten eigentlich eine viel bessere Meinung, als wir nun erfahren haben von ihr. Ich weiß, dass ich nicht verheiratet bin. Oh je, Herzog Saverio soll Sodomie getrieben haben. Seine Affäre Guy war angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Eieieiei. Sodomit, also. Fest mal den Krein, gehen wir immer noch nicht hin. Und was Xongor Tsekeli
schmiedet ein Komplott gegen meinen Sohn. Na dann darf er den... Wobei, wir können ihn gleich ins Gefängnis werfen, das ist auch gut. Skandalöser Priester, mein Herzog Azzo von Piemont, wurde in Flagranti mit mehreren jungen Dienstboten erwischt. Eieieiei. Verdammen wir natürlich die Vergehen, ist ja klar. Ja, der hat eine Affäre. Gut, das ist jetzt noch das Unspannendste irgendwie. Vielleicht können wir noch ein bisschen was ausbauen. Also ein bisschen was haben wir ja noch. In Genua gibt's nichts. In Tortona auch nicht. Brescia sind wir eigentlich auch schon ziemlich durch. Außer mit dieser Stadt, die können wir natürlich verbessern. Die hat gar kein Wappen, ne? Sehr interessant. Pavia. Machen wir hier mal weiter. In Cremona. Können wir irgendwie nicht. Ihr auch nicht. Como. Naja, da wäre das hier noch. Das könnte man noch machen. Außenposten. Oder Klöster. Ich denke, Klöster ist eine ganz gute Idee. Und dann hätten wir noch Mailand. Wo man ja die Musterungsstellen hat. So. Okay. Ritter Milchos ist ungläubig. Eieiei. Was für eine schwache Seele. Das Alter der Welt. Ich studiere die alten religiösen Texte und die Schriften der Gelehrten und sie sind sich offenbar alle einig, dass die Welt 6000 Jahre nach ihrer Schöpfung enden. Meinen Berechnungen zufolge endete die Welt in weniger als einem Jahrhundert. Allerdings drängen meine Ratsprediger Beatrice mich, dies für mich zu behalten. Überlasst das den Priestern und vermeidet jede Panik. Was, wenn eure Berechnungen falsch sind? Ja. Ich würde sagen, wir werden mal noch weitere Priester zu Rate ziehen. Um uns mit denen zu beraten. Über diese Geschichte. Nee, nach Krems gehen wir nicht. Wir könnten vielleicht selber noch mal ein Festmahl veranstalten. Ach herrje, Prinz Pietro von Sizilien ist auch ein Sodomit. Wie wir jetzt erfahren haben. Gut, wir werden mal ein Festmahl veranstalten, ne? Ja, alle möglichen Leute sind da. Baron Odoardo und ich finden uns im intensiven Gespräch wieder. Er fragt mich nach meiner Meinung zum Thema theologische Abhandlung. Ja, das fasziniert uns aber wirklich. Vasallin in Nöten. Der hilfesuchende Blick, den mir Vasallin Agatha zuwirft, wird zunehmend verzweifelt. Tja. Eine Gruppe Gäste nähert sich der Ecke, in der sie sich schon den ganzen Abend versteckt und die Wände vereiteln ihre Flucht. Der arme Mensch konnte noch nie gut mit Leuten umgehen. Ja, sie ist halt ein bisschen schüchtern. Wir sind nett. Wir werden die störenden Gäste ablenken. Da haben wir gleich einen Gefallen gegen sie. Ja. Und ein Bildungsvorzug ist möglich. Und wir können jetzt, glaube ich, auch wieder wechseln, ne? Okay. Staat und Kirche. Das klingt gut. Das heißt, Moment mal, Gräfin Agatha, die Schüchterne, die soll jemand aus einer Affäre begonnen haben. Das ist doch die, die wir eben hier verteidigt haben. Die hat eine Affäre mit Vyacheslav. Naja, das ist interessant. Da war sie offenbar nicht ganz so schüchtern. So, wir können einen neuen Vorzug freischalten. Also nicht Vorzug, sondern wir können einen neuen Lebenswandel wählen. Die 5 Jahre sind wieder um. Das heißt, wir würfeln jetzt wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, weil Bildung ist ja der Ausbildungsschwerpunkt, deswegen wird der doppelt gewertet. Und ich würfle eine 5. Also bleiben wir im Bildungsvorzug.
können aber jetzt natürlich auf Theologie gehen. Ist einfach nur passend, wenn wir uns eh jetzt Richtung Theologie bewegen. Naja, okay. Nach Prag legt er uns wieder ein. Wir hatten gerade ein Festmahl. Wir sind noch ganz gut gesättigt vom letzten Mal. König Gottschalk ist auf ein Geheimnis gestoßen, das Herzog Emanuel hat. Der wollte Adalberto ermorden. All diese Geheimnisse, die wir hier erfahren. Sag mal, dieses Komplott gegen unseren Sohn, existiert das eigentlich noch? Nee, ne? Das Problem konnten wir lösen. Dann können wir nämlich vielleicht unseren Ratsspitzel auch mal wieder anderen Aufgaben zuweisen. Ja, grundsätzlich glauben wir ja gar nicht, dass es so viel Schlechtigkeit gibt. Wir haben das jetzt nur gemacht, weil wir unseren Sohn schützen wollten. Nee, da gehen wir nicht hin. Garda hat mal wieder ein Kind zur Welt gebracht. Wieder mal einen Sohn, Ubaldo, okay, können wir machen. Kein Problem. Nee. Okay. Fraktionen lösen sich auf. Begehrte Literatur. Mein Fürst, meine Ratsprediger Beatrice nähert sich mit mir eiligen Schrittes. Ein ansässiger Händler hat eine Ausgabe des einflussreichen Werkes Regula Pastoralis, aber er weigert sich, es mir zu verkaufen. Wenn ihr ihn davon überzeugen könntet, wie fehlgeleitet diese Entscheidung ist, stünde ich in eurer Schuld. Ja, würde sagen, wir machen das. Wir schenken ihr dieses Buch, gar kein Problem. Ritter einladen können wir mal wieder machen, okay. Einen davon müssen wir jetzt ja schon mal einsperren. Das ist jetzt eine wichtige Sache. Unsere Freundin Brandi Mena ist tot. Das war erstmal, war sie natürlich unserem Rat. Außerdem ist sie natürlich unsere Freundin. Und sie war die Königin von Aquitanien. Das heißt, es gibt einen neuen König. Nämlich ihren ältesten Sohn, König Lois von Aquitanien 41. Der uns auch sehr gut leiden kann. Er ist genauso zufrieden wie wir. Seine Kinder lieben ihn. Meine Güte, sind wir beliebt. So, da ist ein Ritter eingetroffen. Rekrutieren wir doch direkt mal in den Hof. Okay, das ist alles in Ordnung. Jetzt brauchen wir aber einen neuen Ratskanzler. Der Herzog Ugo von Salzburg ist jetzt nicht so der beste Typ da drin. Der kann das eigentlich auch nicht. Wie sieht es bei ihm aus? Mit einer Zähne sei nun auch nicht gerade prädestiniert dafür. Und er auch nicht. Gut. Also ich meine, das ist auch nur ein Herzog. Wie wäre es, wenn wir unseren Sohn zum Kanzler machen? Das ist vielleicht eine gute Idee. Das ist ja auch unser Erbe. Es ist nur richtig, dass wir ihn dann vielleicht doch nochmal an die Aufgaben hier ranführen. Denn so lange kann es ja eigentlich nicht mehr dauern. Wir sind 67, damit schon wieder einer der älteren Herrscher. Der nächste Vorzug ist frei. Strahlend. Frömmigkeitsstufen, Auswirkung plus 100%. Na dann. Ja, damit. Nee, fest mal. Den kann ich einkerkern und warum? Familienmörder einkerkern. Sofort. Und wer ist das? Ach, wieder ein Festmahl. Da ist ein Ritter eingetroffen, sehe ich. In der 24 ist er uns herzlich willkommen. So, sie ist festgesetzt. Sehr schön. Oh Mann. Haben wir denn sonst vielleicht noch Leute unter den Gästen, die ganz gute Kämpfer sind? Er hier. Ja. Als wir das Gotteshaus in Osijek verlassen, finden ich und meine Tochter Prinzessin Berenice uns in der Gesellschaft einiger örtlicher Kaufleute wieder.
Die Händler unterhalten sich gerade über Theologie und weltliche Reichtümer. Ich würde ja in das Gotteshaus investieren, doch wie kann ich wissen, ob das überhaupt der himmlische Wille ist? Ich würde sagen, wir werden sie davon überzeugen, dass St. Matthäus ein Zeichen gegeben hat. Das können wir mit unserer geballten Bildung problemlos hinbekommen. Mein Ratsspitzel hat schon wieder einen Komplott aufgedeckt, diesmal gegen die gefangene Gräfin. Naja, als Familienmörderin muss man sich da vielleicht nicht wundern. Also der macht auch irgendwie alle 5 Jahre sein krasses Festmahl, ne? Wer ist er? Niederschlesien hat jetzt auch seine eigene Linie. Wie viele Linien haben wir eigentlich mittlerweile? Wir haben 145 Häuser. Das ist natürlich krass. Wenn nicht alle davon existieren noch wirklich, ne? Also viele sind auch schon wieder ausgestorben. Aber das ist natürlich heftig. Also 145 Häuser, die jemals gegründet wurden. Nicht schlecht. Kann man das irgendwie rausfinden, wie viele das sind? Nach lebenden Mitgliedern sortieren. Das sind natürlich wir ganz oben mit 57. Aber auch einige andere sind durchaus groß. Und hier unten haben wir die ganzen Ausgestorbenen. Ja, das sind schon einige. Also ich gehe davon aus, dass mindestens 50 Dinger davon schon wieder ausgestorben sind. Viele haben auch noch so ein oder zwei Mitglieder. Man sieht das hier. Also die gibt es zwar noch, aber das zum Beispiel ist diese alte Frau, die bekommt ja dann auch keine Kinder mehr. Ja. Also zumindest in der männlichen Linie ausgestorben, könnte man sagen. Ja, Gräfin Yildiz hat jetzt irgendwie auch noch im Kerker ein Kind zur Welt gebracht, das wir benennen dürfen. Das Kind werden wir aber auf jeden Fall freikaufen lassen. Noch so ein partywütiger Vasall. Und vielleicht sind wir da jetzt mal ein bisschen gnädig, weil sie halt gerade Mutter geworden ist und man sie natürlich nicht von seinem Kind, von ihrem Kind trennen möchte. Kann man das machen. Meine kürzlichen Bestrebungen auf dem Gebiet der Theologie haben mir gezeigt, wie wichtig die Vertreter der himmlischen Mächte auf Erden sind. Um meine Anerkennung in Worte zu fassen, setze ich einen Brief an Fürst Erzbischof Tador auf. Aha, das ist der, unser Papst sozusagen. Ich setze mich mit Baron Odoardo an einen Tisch und gemeinsam setzen wir einen wahrlich prächtigen Brief auf, in dem seine Heiligkeit gelobt wird für seine klare Rationalität oder gelobt sei Gott. Ja, wir werden mal gelobt sei Gott nehmen. Ne? Das ist nur richtig so. Bürgermeister Boson von Die? Aha. Hat jemand einer üblen Sache bezichtigt? Vasallin Dauphine? Aleade von Renoir hat eine außereheliche Affäre. Skandale Grande. Oh, er ist tot. Okay. Festmahl in Rom vom Herzog in Latium? Nö. Was war das denn jetzt? Er ist gestorben. Okay. Ach du liebe bisschen, da grassiert ja die Pest bei denen. Schaut euch das mal an. Die sind beide, also er ist an der Pest gestorben. Sie hat die Pest noch. Aber die Pest macht gar nicht so ein... Gesundheit ist trotzdem in Ordnung wegen wiederbelebter Freundschaft. Aha. Dann haben wir hier noch einen. Ist eigentlich ein katastrophaler Malus. Wie die auch aussehen damit, ne? Oh Mann. Gerd hat schon wieder ein Kind bekommen. Mann, die wirft ja wie noch was. Ambrosia, Töchterchen. Nicht schlecht. Nee, da gehen wir nicht hin. Wir können jetzt
erstmal einen Vorzug freischalten, da geht nur der eifrige Bekehrer. Und jetzt gibt es eine neue Entscheidung hier. Die Blutlinie weihen. Steht ein bisschen in Konflikt mit unserer Zufriedenheit. Was bedeutet das? Blutlinie weihen. Wenn ich genug Hingabe zeige und mir die Gunst des Klerus sichere, kann ich sicherstellen, dass meine Dynastie auf ewig als heilige Blutlinie unter göttlichem Schutz steht. Das können wir machen, weil wir mittlerweile eine Glaubensikone sind, weil der Papst eine super Meinung von uns hat, weil der Gerardismus ein organisierter Glaube ist und weil wir mehrere gerardische heilige Stätten besitzen. Deswegen können wir das machen. Natürlich ist so eine Heiligkeitssache eigentlich eher was für jemanden, der so ein bisschen sehr überzeugt ist von sich. Der vielleicht auch ein bisschen ehrgeizig ist. Er ist ja zufrieden, treuherzig, sprunghaft. Er ist ein Glaubenskrieger. Ist auch sehr gebildet. Ich finde, das ist eine schwierige Sache, jetzt zu entscheiden, ob er das macht oder nicht. Weißt du, was würde dafür sprechen? Dafür würde sprechen, dass er schon ein sehr leuchtendes Vorbild des Gerardismus ist. Er ist ja gebildet, auch eher der friedlichere Typ. Das würde schon passen. Also er wäre schon eine Art Leitstern, jetzt auch mal unabhängig davon, dass er zufrieden ist. Es ist ja auch nicht so, dass man könnte auch argumentieren, dass die Sache vielleicht nicht unbedingt von ihm ausgeht, sondern ja, dass es einfach auch die Dynastie der Unruhochinger, nachdem sie ja seit 600 Jahren ungefähr auf dem Thron ist, durchaus als eine heilige Dynastie angesehen wird, die ja einfach auch alles dominiert. Deswegen würde ich sagen, wir machen das. Wir werden jetzt die letzten Riten durchführen. Das kostet uns natürlich ein bisschen Frömmigkeit, macht nichts, wir haben ziemlich viel. Und dann werden wir eine geheiligte Blutlinie haben. Wir werden der Leitstern, also alle religiösen Vasallen werden uns schon mal ein bisschen mehr lieben. Wir bekommen auch 500 Bekanntheit, das ist nett. Und außerdem erhält jeder, meine ich, also zumindest alle meine Nachkommen, einen gewissen Trait. So, geheiligte Blutlinie. Meine unnachgiebige Hingabe an die Gesandten des Himmels auf Erden blieb nicht unbemerkt. Papst Hador hat den Beitrag meiner Familie offiziell anerkannt und unseren Namen als den der ewigen Verteidiger des gerardischen Glaubens geweiht. Und das würde ich sagen, das passt auch. Denn ich meine, wir sind ja auch die Begründer des gerardischen Glaubens. Insofern passt das. Tugend ohne Makel. Wir erhalten die Eigenschaft Leitstern. Ja. Genau. So ist das. Und die hier, alle unsere meine Nachkommen haben jetzt geweihtes Blut als, ja, als Trait. Man sieht das hier. Alle religiösen Vasallen mögen uns etwas mehr. Ich glaube, genau, unsere Geschwister sind davon nicht betroffen. Das heißt, nur unsere direkten Nachkommen profitieren jetzt davon. Und ich denke, das ist ein ganz schöner Moment, um diese Folge mal zu beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.